Ach, ich hätte jetzt an meinen Bein gar nicht gekommen. Zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weidejack, den Demeter-Jacks aus Mittelfranken. Ich bin dabei. Moment. Ich bin dabei, die Beingabel anzuhängen, weil es wird mal wieder Zeit. Die Jacks brauchen frisches Futter. Und dann fahren wir jetzt mal oben. Wir schauen mal, es ist wieder ein Ballen weg und jetzt gucken wir mal, wie schnell das ging. Machen wir eine zu den Mädels. Grüß Gott. Dann gucken wir doch mal. Upsa. Oh, mal Licht aus. So, servus miteinander. Jetzt nochmal im Leisen. Herzlich willkommen. Hier mal kurz Licht an. Guten Tag, die Damen und Herren. Tun wir hier mal unsere Konstruktion wieder weg. Dazu sage ich gleich nochmal was. Kann man, alles gut. So, also, wir machen mal ein Grätzl. Was ist denn heute? Heute ist der 16. Also, 4. bis 16. Das heißt, 12 Tage, nicht einmal 2 Wochen. Dann haben wir hier unseren dicken Ballen, 1,40 Meter, niedergemäht. Was so ein 1,40 Meter Heuballen hat. Ich würde sagen 400, 500 Kilo. Das heißt, gehen wir mal von 400 Kilo aus, gehen wir mal von 5 vollen Fressern aus. Dann sind wir bei 5 durch 400, sind wir bei 8. Das heißt, das kann ja auch nicht sein. Bei 80, Entschuldigung. 80 Kilo pro Tier. Und das Ganze dann auf 12 Tage, dann sind wir bei nicht einmal 10 Kilo, dann sind wir bei 7, sind wir bei 6 bis 7 Kilo am Tag. Ja, das kommt ja so fast hin. Die Prognose, die Herstellerangaben, die in der Gebrauchsanweisung von einem Jack stehen, sagen 5 Kilo Heu am Tag. Dann nehme ich euch mal ab.
Servus. Jetzt die Frisur. Ja, was haben wir da gemacht? Ich habe hier, beziehungsweise meine wunderbare Frau, die sehr effizient denkt, richtig ist. Wir haben ja bei den Yaks immer das Thema, oder was ist bei den Yaks? Wenn wir das, den Hindu, dann schieben sie es halt meistens weg, fressen ihr Wohr und schieben sie es dann bis daher. Und dann kommen wir es da natürlich nicht mehr hin. Und eigentlich brauchen es kein Fressen, sondern wir dürfen drei, viermal am Tag herlaufen und müssen das da immer wieder hinschieben. Deshalb hat meine wunderbare Frau die Idee gehabt, da macht doch da mal irgendwas hin. Jetzt kann man da natürlich schon eine feste Raufe hinbauen, Bastian, was stellst du denn an? Aber man hat es vielleicht gerade beim Reinfahren gesehen, ich will ja hier ranfahren und sprich, das Ganze muss mobil sein. Deshalb habe ich jetzt einfach mal zum Test so ein 16x16er Balken hingeschmissen. Und tatsächlich, das hilft. Ne, die schieben das nicht mehr so weit weg, sie schieben es beziehungsweise nur so weit weg, dass sie noch rankommen. Und ich kann den auch relativ einfach wegheben. Upgrade wird jetzt dann sein, sozusagen, ich nehme einfach eine Diele, mache mal da Griffler hin, 2,5 Meter Diele, Bewährungseisen oder was hinschrauben, zwei Löcherle in die Pflaster reinbohren und dann kann man die da hinstecken. Da haben wir quasi einen mobilen Futtertrog gebastelt. Also das geht. Und euch schmeckt's, ne? Ja. Super. Jetzt haben wir noch von den alten Ballen zwei, von den 1,40ern. Und dann fängt schon mal unsere eigene Ernte von 2,21 an. Aber ich sag, 12 Tage haben sie jetzt gebraucht an so einem. Sind dann so mit, gehen wir mal von 400 Kilo pro Ballen aus. Sind wir so mit 7, 8 Kilo schon im Schnitt. 7 Kilo, das könnt ihr schon hinhauen. Na gut, dann lassen wir die mal noch füttern und wir räumen auf. Es ist finster. Feierabend. Servus. Aber Dere, es ist Freitag. Mein Bewegungsradius ist bei dem Wetter etwas kleiner. Hier. Es wird Herbst, es wird Winter. Deshalb kümmern wir uns hauptsächlich um die Yaks, noch ein paar Umbauarbeiten. Aber so ist nicht viel zu tun. Beziehungsweise ja, was heißt es nicht viel zu tun? Es reißt trotzdem nicht ab. Ich habe nämlich was gefunden. Kann man das erkennen? Ich schaue, dass ich nochmal ein Foto einblende. Das ist ein Wurm. Ein sogenannter Spulwurm. Spulwurm, glaube ich. Und den haben wir jetzt gehäuft. Ja, häufiger gehäuft. Hier auf unserer Fläche gefunden, im Kot oder in der Kacke im Laden von den Yaks. Und jetzt müssen wir was machen. Wir nehmen ganz stark an, dass es sich hierbei um diese Person handelt. Sag mal was, Kiri. Hast du da was damit zu tun? Wir nehmen es ganz stark an. Soweit ich informiert bin, Spulwurm, also es ist ein Parasit. Und den nehmen, oder sind Kälbchen hauptsächlich anfällig, und nehmen das wahrscheinlich über die Muttermilch, übers Euter quasi auf. Ist die Frage, woher das dann die Martina eventuell hat. Es hat jetzt auch schon wieder aufgehört, also es war jetzt zwei Tage nichts mehr dabei. Wir haben den Tierarzt dann gleich angerufen und der kommt jetzt dann heute Vormittag. Und dann kriegen die beide eine Spritz. Bei anderen Parasiten, bei Weideparasiten, kann man das auch über einen Aufguss machen, quasi aufs Fell was aufgießen. Das wird dann aufgenommen vom Tier und der Parasit vernichtet, ausgeschieden. Ich weiß es auch nicht. Das geht aber nicht bei den Spulwürmern. Das würde noch mit einer Flüssigkeit gehen, die man quasi übers Maul eingibt. Aber das würde vielleicht noch bei der Kiri gehen, weil diesen Schlund komisch Reflex noch hat oder weil das noch funktioniert. Bei der Martina, die ja schon volle Wiederkäuerin ist, also solange die Kiri trinkt, hat sie das noch. Das macht sie ja noch bei der Martina. Sobald es ein voller Wiederkäuer ist wie die Martina, die Mama, würde das quasi im ersten Magen vernichtet werden, das Mittel, und nicht dahin kommen, wo es hin soll. Deshalb müssen wir da eine Spritz geben. Das wird, denke ich, funktionieren. Bindet man die Martina an den Hörnern und die Kiri darf ich dann einfangen. Die ist mittlerweile flink.
aber ich bin schneller. Ja, dann werden die behandelt. Es ist auch, oder es war, ja, woher kriegen sie es? Ich meine, ein Problem natürlich ist hier so eine Standweide, die wir jetzt hier haben. Die wird erstmal gesperrt, nachdem ich, wir haben sie jetzt quasi in Quarantäne gestellt, nachdem wir das jetzt gehört haben. Weil natürlich auch bei einer Standweide das Problem ist, die kacken hier alles voll. Der Parasitendruck wird hier natürlich dann immer größer. Und deswegen haben wir es jetzt mal eingesperrt. Aber es, im Normalfall kriegt der Zikiri auf jeden Fall von der Martina aus der Milch. Woher das dann kommt, wenn wir ja auch mal mit dem Tierarzt klären, soweit ich weiß, kann das auch drin sein und drin bleiben bei der Martina. Und mal sehen, wie es dann bei anderen Kälbchen ist. Aber ich habe auch schon mit Kollegen gesprochen, die auch Jacks haben, die haben gesagt, ja, das passiert mal. Aber dass es die Mutterkuh dann immer hätte, können sie jetzt nicht sagen, weil es dann mal ein Jahr das Kälbchen wieder hatte. Und das andere Jahr war es dann wieder vorbei. Ich habe übrigens, deswegen fasse ich da immer hinten hin, sollte ich das irgendwie bemerken, ich habe eine neue Kamera, weil ich habe es ja quasi vor 2 Minuten wahrscheinlich, nee, 4 Minuten im Vlog ja schon geschrieben, sich das Bild immer aufgehängt hat bei der aktuellen GoPro. Und jetzt haben wir ein Austauschgerät und jetzt sollte das wieder reibungslos funktionieren. Genau. Ich hoffe also, dass wir keine gefrorenen Bilder mehr haben. Schauen wir mal. Jo, dann warten wir mal, bis der Tierarzt kommt. Und dann kriegt sie aber was. Die kriegen jetzt natürlich nur hier liegt noch das alte Zeug. Die Martina ist da immer not amused drüber, ne? Ja, du bist, ja. Die ist da nicht immer amused, aber das kriegt sie jetzt halt, damit sie dann Hunger haben, wenn der Tierarzt kommt, und dann kann ich sie schön, ne, locken, wie ich will. Also, wir warten ab. Behandlung ist um. Alle Gäste behandelt. Wir haben jetzt alle behandelt, Bestandsbehandlung gemacht. Und Gott sei Dank, oder ich bin froh drum, nicht mit der Spritze, sondern wir haben es jetzt mit dem Aufguss versucht. Wir haben es jetzt doch probiert. Ist wohl für alle Arten von Würmer außer Bandwürmer, und der Spulwurm ist kein Bandwurm. Deshalb, man sieht es jetzt bei Einzelnen noch, ich weiß nicht, ob man es sieht. So kleine Spuren, je nachdem, wie viel Gewicht das Tier hat, so viel dosiert man da rein, pro 100 Kilo 10 Milliliter, oder? Ja, so, also steht da drauf mit den Kilos auch. Und dann einmal vom Nacken quasi hinten bis am Steiß quasi aufgießen. Dann soll es 4 bis 5 Tage dauern. Dann könnte es sein, dass da ein Haufen rauskommt. Oder auch nicht. Aber wir haben jetzt wieder viel gelernt. Das, was rauskommt, ist der abgestorbene Teil. Das ist das, was sich abkapselt, wenn da ein Wurm abstirbt. Und die Larven oder Eier können aber trotzdem noch auch unsichtbar im Kot sein. Das heißt, wir warten jetzt 2 Wochen, schauen, wie es den Tieren geht. Und dann machen wir mal eine Kotprobe. Und dann schauen wir weiter. Aber war jetzt auch nicht unbedingt einfacher. Die Damen, man sieht's, also neben die Martina treten brauche ich sowieso nicht. Die ist gerade echt ein bisschen zickig. Und siehe da, wenn ich hier hochsteige, die Dame weiß gleich, was kommt. Also ich komme hier gar nicht groß ran. Aber Trick 17, der Schrot, ne? Der hat geholfen, dass wir zumindest ein bisschen abgelenkt sind. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich alle erwischt haben. Ich könnte vielleicht bei der Martina hinten ganz am Steiß nochmal was aufbringen. Aber ja, das mit dem Aufguss hat eben auch ein Kollege gesagt, ein Berufskollege, dass die das eigentlich mit dem Aufguss, mit dem Überguss gemacht haben. Das probieren wir jetzt und schauen wir jetzt, wie es wird. Ich habe gestern ein bisschen abgehackt aufgehört, weil eigentlich wollte ich schon ansetzen und sagen, das war's. Aber wollte auch noch mitnehmen, was sonst noch ein bisschen mit ansteht. Ich habe endlich meine Hassarbeit. Ich hab's gleich. Kennt ihr das, wenn ihr Sachen habt, wo ihr überhaupt keinen Bock drauf habt? Diese Dinger da sind's. Ist jetzt insgesamt irgendwie 40, 45 Stück gewesen. Mit der Flex zugeschnitten 25 auf 25. Aber ich habe hier natürlich ekelhafte Kanten. Und die geht es jetzt einfach mal umzuklopfen. Keine Ahnung, ob es die beste oder einfachste Lösung ist, aber da irgendwas zu kaufen,
für was ist das überhaupt da? Für die Posten, für die Zaunpfosten. Oben drauf machen, damit die ein bisschen witterungsgeschützt sind. Und irgendwas kaufen, das ist zu blöd. Irgendwelche fertigen, entgrateten, zugeschnittenen Sachen. Weil die Möglichkeit, Plexiglas habe ich schon mal gesehen oder so. Ja, so Alu-Platten kannst du ja auch machen, die sind auch nicht ganz so. Ein bisschen stärkere 4 mm oder was. Aber ich habe noch haufenweise Blech daheim gehabt. Deshalb, das habe ich zugeflext und wie ein Gratis. Mit der Flex geht's nicht, da ist zu dünn. Das wird immer wieder so mit dem Messer schärfer. Und jetzt habe ich halt einfach. Schaut am besten zu, es ist echt nicht schön, aber es hat jetzt. Ich habe wochenlang hab ich mich gesträubt vor dem Scheiß. Naja, schau mal. Seht ihr das irgendwie? Wie macht man das? Ja, schau mal. So. Rechter Winkel. Zack. So, und schon ist die Kante gerad. Machen wir jetzt an den beiden noch und dann ist gut. Fertig. Oh, bin jetzt heavy. Jetzt machen wir die Dinger hin. Und dann war's das. Dann werden wir noch. Ja, was steht sonst dran? Die Schafe werden wir heute wahrscheinlich mal von unseren Wiesen zumindest runter tun. Keine Ahnung, mir können meine Schwester, mein Schwager und Nachbarn zusammen, aber die kommen jetzt mal runter, weil jetzt wird es dann frostig nächste Woche. Und jetzt dann langsam, jetzt ist dann bald Dezember und die Wiesen sollen jetzt auch mal ruhen. Je später man sie abweidet oder mäht, desto später kommen sie ja nächstes Jahr wieder. Deshalb darf es jetzt dann schon mal Schluss sein. Ja, Bulldog waschen ist nur angesagt, das macht mein Vater, glaube ich. Der holt gerade noch Buchenholz aus dem Wald, Sturmholz, was wir dann mal spalten werden. Kann ich euch vielleicht auch nochmal zeigen. Und dann ist die Woche noch ein bisschen aufräumen, Balken verräumen oben vom Gesägten. Wasser mal abdrehen langsam am Stall oben, oder zumindest von den Außenwasserhähnen. Das nächste Woche uns nichts aufrät. Also, dann mache ich die Dinge jetzt mal hin. So, jetzt kann es losgehen. Ein paar habe ich schon. Ich glaube noch so 10, 12 Stück müssen wir noch machen. Und dann sind die ganzen Posten schön geschützt von oben. Auch wenn es Rubinen sind, machen wir da nochmal was. Machen wir da nochmal was. Zum Schutz von oben, dass da nichts rankommt. Na. Ist echt ein mega hartes Holz. Wahnsinn! Also echt ein krasses Holz, das sind echt gute Bohrer. Aber auch die kommen an die Grenze. Ich habe dann einfach so Schrauben vom Dach. Die nimmt man halt für so Trapezbleche, Trapezdächer. Und dann hält es oben gleich eine Dichtung dran. Zwei Beilachscheiben drunter, dass ein bisschen Luft dran kann. Und dann war's das. Das ist eine einfache und kostengünstige Variante. Und es hat doch auch so ein bisschen seinen Charme, hä? Kleines Hütchen. Naja, dann machen wir mal weiter. Und dann ist mal Mittag. Und dann gucken wir. Da liegen ja schon jetzt ein paar Buchen, da könnt ihr eigentlich gleich mal hingucken. Ich weiß gar nicht, ob's schon alle sind.
Schauen wir doch noch mal kurz alles ein wenig an. Da ist auch noch Holz zu sägen. Dann aufräumen. Reißt nicht ab. Da ist oben die Buche. Uiuiui, ist doch ein wenig was da. Mit mir im Ärmel. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob schon alles ist. Ich glaube es fast nicht. Und jetzt wollen wir dann spalten. Und dann hier aufschlichten. Und da sind die Schafs. Die kommen jetzt dann weg. Da oben wäre zwar noch ein Stück, aber wie gesagt, nächste Woche gibt es Frost. Und es ist jetzt dann gut. Dann hat man auch mal schön den Unterschied. Man sieht schon irgendwas. Also ganz schön ist nicht mehr, was sie hier machen, die lieben Schafe. Aber mal genauer anschauen, wenn sie weg sind. Na gut. Dann, liebe Leute, war es das für diese Woche. Ihr habt einiges gesehen. Wir waren bei den Yaks, denen geht es wieder gut. Sie fressen gescheit. Ich bin endlich mal mit meinem Pfosten fertig. Dann wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Genießt eure Zeit, bleibt gesund und dran denken. Dreimal tief durchatmen hilft Wunder. Danach kann man wieder richtig schön klar denken. Also macht's gut. Ciao.